bin Madeleine Schaltecker und wohne in Silsbaselja. Mein Name ist Markus Kobler. Mein Name ist Philipp Hägeli. Okay, mein Name ist Edi Pedrun. Es um Crescenzi und Laval Fex. Ich heiße Ladina Kobler Giovanoli. Okay, mein Name ist Corrado Nicli, bin der Förster da von Sils und Silvaplana. Ich bin seit dem 91 hier in Sils jetzt, seit 22 Jahren Revierförster. Und Sils ist eine Perle von der Schweiz. Es ist eine der schönsten Landschaften, die wir haben. Mit der Oberengadiner Seenplatte, mit den schönen Arfen- und Lärchenwäldern. Das ist eigentlich ein Traum, hier oben Förster sein können. Mein Name ist Roman Pilcera. Ich bin 1989 hier hochgekommen, auf Sils, als Junglehrer und mittlerweile ein bisschen älter schon. Und mir gefällt das Dorf, das hat mich verwurzelt hier oben. Ich fühle und lebe Sils. Sils bedeutet mir Heimat, Wärme, Familienleben. Sils ist mein Heimatort. Ich bin in Sils aufgewachsen und bin zwischendrin schon weg, aber es hat mich immer wieder zurückgezogen. Wir wohnen mit unserer Familie hier und werden auch so lange wie möglich da sein, weil die Ruhe und die Natur und einfach das Ganze drum und dran ist einfach unsere Heimat. Ja. Ich bin in Sils aufgewachsen, das ist meine Heimat. Ich fühle mich wohl hier und würde nie von hier wegziehen. Ich gehe aus einer der Wahl bei Bälen der Lengiadine, aus Weins. Das ist ein Seitental vom Sils, dort bin ich aufgewachsen. Eines der schönsten Täler im Kanton Graubünden wahrscheinlich auch. Es ist ganzjährig bewohnt. Ich wohne auf 1970 Meter das ganze Jahr. Sils ist für mich das Paradies. In Sils haben sie alles. Sie müssen nicht fortgehen. Sie können alles haben hier. Sie müssen nur sehen und schauen und finden und etwas daraus machen. Und dann haben sie einfach wunderschön hier. Mein Name ist Karin Pilcera. Ich bin vor knapp 10 Jahren in Engadin gekommen. Eigentlich nur für ein Jahr. Und dann habe ich meine grosse Liebe kennengelernt. Mittlerweile ist Sils mein zweites Daheim. Und ich lebe und genieße es.